Als Jesus vor über 2000 Jahren geboren wurde, nahm die Öffentlichkeit drumherum das eigentlich gar nicht wahr. Die Hirten auf dem Feld, ja, die wussten davon und natürlich Maria und Josef, klar. Aber alle anderen nahmen davon eigentlich gar nicht Notiz. Als Jesus dann seine Erdenzeit hier beendete und nach der Auferstehung in den Himmel ging, da gab es einige sehr enge Vertraute von Jesus und andere interessierte Historiker, die haben sich zur Aufgabe gemacht, einen Bericht über das Leben von Jesus hier auf dieser Erde zu schreiben. Und vier von diesen Berichten finden sich in unseren Bibeln. Die vier Evangelien, wie sie genannt werden. Weil sie die frohe Botschaft von Jesus in diesen Berichten verankert haben. Matthäus ist der Erste in dieser Reihe. Und er beginnt seinen Bericht über Jesus gleich im ersten Kapitel, im allerersten Vers, auf eine sehr interessante Art und Weise. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Da fällt uns gleich etwas auf. Matthäus spricht von der Geschichte. Das Wort, das hier im Griechischen steht, ist das gleiche Wort, das wir für das erste Buch Mose auch verwenden. Das Wort Genesis, das hat mit der Entstehung zu tun. Das heißt, Matthäus scheint hier einen Anklang geben zu wollen, ganz bewusst, an die Schöpfungsgeschichte, an den Beginn der gesamten Menschheit auf dieser Erde. So als wollte er sagen, diese Geschichte von Jesus, die ist ein Neubeginn. Ein Neubeginn für die ganze Menschheit. Als zweites erwähnt er David. David, dieser berühmte Stammkönig Israels, von dem Jesus tatsächlich abstammte. Und natürlich wird auch Abraham, der große Stammvater Israels, erwähnt, mit dem ja überhaupt die Geschichte des Volkes Israel angefangen hatte. Wenn wir dann weiterschauen in dem, was danach kommt bei Matthäus in seinem Bericht, fällt uns auf, dass da sehr viele Namen aufgezählt werden. Es ist ein sogenannter Stammbaum, also eine Abstammungslinie, so mit den einzelnen Vorvätern, die da erwähnt werden. Ganz normal, einem Stammbaum. Der Vater und der Großvater und der Urgroßvater und der Ururgroßvater. Und das wird hier auf zwei Seiten sehr akribisch, sehr genau aufgelistet. Als Bibelleser würden wir vielleicht manchmal geneigt sein zu sagen, ach, das ist eher langweilig. So viele Namen und die Namen kenne ich gar nicht, was soll ich damit anfangen? Matthäus hat die Sache allerdings sehr spannend gemacht. Das Erste, was wir an spannendem Detail in diesem Stammbaum finden, und das sagt der Matthäus am Ende dieses Stammbaums auch selber, ist, dass er diesen Stammbaum eingeteilt hat in drei Teile, zu je 14 Gliedern, also 14 Vorvätern sozusagen. 14, das ist die doppelte 7. Und 7 ist in der Bibel die Vollzahl Gottes, die Gotteszahl. Klar, Matthäus will offensichtlich zum Ausdruck bringen, diese Vorfahren von Jesus, die, die können nur eingeteilt werden in dreimal die doppelte Gotteszahl. Das ist das, was Jesus gerecht wird. Aber das ist nicht die einzige Besonderheit. Da ist noch etwas, was uns auffällt. In diesem Stammbau finden sich überraschenderweise vier Frauen. Frauen in einem jüdischen Stammbaum? Das ist äußerst selten. Normalerweise sind die Patriarchen, also die Väter der Familie, zuständig für die nächste Generation. Der zeugte denjenigen. Und der wieder zeugte den. So steht es normalerweise da. Aber hier finden wir plötzlich Namen von Frauen. Und unwillkürlich fragen wir uns, warum? Warum werden da Frauen erwähnt? Ich sagte schon, es sind vier Frauen. Die erste davon ist Tama. Und vielleicht schauen wir uns mal näher an, wer diese Frauen waren. Tamar kommt im Alten Testament vor, wie alle diese Frauen, die hier erwähnt werden, ganz klar, es ist ja der Stammbaum von Jesus. Diese Tama war die angeheiratete Enkelin vom Stammvater Jakob. Vielleicht erinnern Sie sich, Abraham, sein Sohn hieß Isaak und dessen Sohn, also der Enkelsohn von Abraham, hieß Jakob. Und Jakob hatte zwölf Söhne. Einer dieser Söhne hieß Judah. Ein sehr wichtiger Sohn, könnte man sagen. Und dieser Sohn Juda hatte wieder Söhne, also die Enkelsöhne von Jakob. Und einer dieser Söhne heiratete Tamar. Nach allem, was wir feststellen können, war sie wahrscheinlich keine Jüdin. Schon das ist sehr ungewöhnlich, dass sie dann noch im Stammbaum von Jesus erscheint. Aber was hatte es mit dieser Tamar auf sich? Wie es eben leider geschieht, starb ihr Mann, der Enkelsohn von Jakob. Und in Israel war es üblich, dass der Vater, in diesem Fall der Schwiegervater, dieser Witwe einen neuen Mann verschafft und zwar aus seiner eigenen Familie, nämlich die Brüder des verstorbenen Mannes. Das tat Juda auch. Allerdings hatte der keine große Lust auf eine Ehe mit Tamar. Und schließlich starb er. Judah gab den nächsten Bruder <laughs> ihr zum Mann. Aber bei dem war es genauso. Und er starb auch. Dann versuchte er es mit dem dritten. Das lief auch nicht. Und schließlich stand Tama als Witwe alleine da. Was sollte sie jetzt machen? Diese besondere Form der Ehe, nämlich einen neuen Mann für eine Witwe zu besorgen, diente ja der sozialen Absicherung. Tama kam auf eine ganz absonderliche Idee. Sie hatte den Eindruck, dass Juda, also ihr Schwiegervater, sich nicht weiter darum kümmerte, ob sie jetzt versorgt wird, ob sie einen neuen Mann bekommt. Da waren aber noch Brüder ihres verstorbenen Mannes vorhanden. Zumindest einer war noch da und den hätte sie eigentlich bekommen sollen. Aber Juda wollte irgendwie nicht. Er hatte irgendwie den Eindruck, die sterben alle weg. Was tat Tama? Sie entschloss sich eines Tages, sich als Hure zu verkleiden und sich an den Wegrand zu begeben, wo Juda, ihr Schwiegervater, vorbeikommen sollte. Mit dem Ziel, ihn zu verführen, ihren eigenen Schwiegervater. Was für eine seltsame Geschichte, was für ein Verhalten. Für eine Frau, die eigentlich die Gesetze Gottes ja kennen musste, sie hatte ja schließlich in eine israelitische Familie hineingeheiratet. Und es kam tatsächlich so, wie sie es geplant hatte. Judah wurde auf sie aufmerksam, ging zu ihr, schlief mit ihr. Und tatsächlich kam das, was Tama eigentlich erreichen wollte. Sie bekam ein Kind. Sie bekam nicht nur ein Kind, sie bekam Zwillinge. Und die werden auch hier im Stammbaum erwähnt. Und Tama fand einen Platz im Stammbaum von Jesus. Trotz dieses Verhaltens, das, so würden wir heute sagen, moralisch ja äußerst fragwürdig war. Aber wir müssen dazu sagen, als Judah schließlich erfuhr, dass seine eigene Schwiegertochter Hure gespielt hatte und ihn verführt hatte und jetzt ein Kind von ihm erwartete, reagierte er, als er erfuhr, dass es seine Schwiegertochter war, sehr zurückhaltend und eigentlich demütig und sagte, sie ist besser als ich, sie hat ja eigentlich recht, ich habe sie vernachlässigt und das war nicht richtig. Das ist die erste Frau der vier Frauen im Stammbaum von Jesus. Die zweite Frau im Stammbaum von Jesus ist Rahab. Diese Frau wird sicherlich den aufmerksamen Bibellesern bekannt sein. Sie war eine Hure in der Stadt Jericho. Wir erinnern uns, das Volk Israel ging über den Jordan, um das gelobte Land Kanaan einzunehmen. Und Jericho war die erste Stadt. Und Josua, der damals das Volk führte nach Mose, schickte zwei Kundschafter, zwei Spione nach Jericho, um auszukundschaften, wo die Stadt wohl am schwächsten ist, wo man sie am besten erobern könnte. Und natürlich wurde man auf diese beiden Spione aufmerksam, sie mussten sich in ein Haus flüchten und wurden von der Hure Rahab. Und sie war keine verkleidete Hure, im Gegensatz zu Tamar war sie eine echte Hure. Sie arbeitete in diesem Geschäft in Jericho. Und sie versteckte diese beiden Spione. Und als sie dann schließlich wieder zurück nach Israel, in das Volk Israel gingen, da sagte sie zu ihnen: Bitte denkt an mich und meine Familie, wenn ihr diese Stadt erobert. Ich bin überzeugt davon, dass Gott sie in eure Hand geben wird. Und sie sagten: Ja, das werden wir tun. Häng doch ein rotes Seil aus dem Fenster, dann wissen wir, dass du dort mit deiner Familie bist und wir werden dich verschonen. Und so kam es dann auch. Und sie wurde schließlich Teil des Volkes Israel. Und hier wird sie eine Ahnfrau von Jesus. Sie ist im Stammbaum von Jesus. Eine Hure. Die dritte Frau, die wir im Stammbaum von Jesus finden, ist Ruth. Ruth war eine Moabiterin. Wie wahrscheinlich alle vier Frauen im Stammbaum von Jesus, war auch sie keine Jüdin. Wie kam es dazu, dass sie dann im Stammbaum Jesu aufscheint, wenn sie doch eine Heidin war? Es gab zu der Zeit, wo Ruth lebte, eine Hungersnot in Israel. Und da ist eine Familie ein Ehepaar mit zwei Söhnen, aufgrund dieser Hungersnot ins Land Moab gegangen, weil es dort genug zu essen gab. Diese beiden Söhne wuchsen heran und als sie im heiratsfähigen Alter waren, schauten sie sich um und jeder von ihnen fand eine Frau. Der eine von ihnen heiratete Ruth, die Moabiterin. Leider starben beide jungen Männer. Beide Frauen, beide Moabiterinnen wurden zu Witwen, und Ruth war diejenige, die dann schließlich mit ihrer Schwiegermutter, nachdem auch der Schwiegervater gestorben war, zurückging nach Bethlehem in Juda in Israel. Und dort entwickelte sich eine besondere Geschichte, einmal dadurch, dass Ruth sagte: Naomi das war der name ihrer schwiegermutter ich möchte bei dir bleiben ich möchte sogar bei deinem gott bleiben dein gott soll mein gott werden und dein volk soll mein volk werden das war eine besonderheit eine heidin die zur israelitin zur jüdin wird und dann fand sie tatsächlich in bethlehem wo sie dann unterkam in der heimatstadt von ihrer schwiegermutter fand sie einen ehrenwerten bürger der sie tatsächlich heiratete und damit ihre Witwenzeit beendete und ihr die soziale Absicherung gab. Und sie wurde zu einer Ahnfrau vom König David. Aus dieser Linie kam der König David und aus der Linie des David kam Jesus. Aber es gibt noch eine vierte Frau im Stammbaum von Jesus. Ihr Name wird gar nicht erwähnt. Wir wissen aus dem Alten Testament, wie sie hieß. Sie hieß Bathseba. Wer die Geschichte des Königs David kennt, kennt natürlich auch ihren Namen. Eine sehr problematische Geschichte. Da ist der David eines Tages an seinem Fenster bzw. auf seiner Terrasse in seinem Palast und er sieht in einem angrenzenden Garten, wie eine wunderschöne Frau badet. Er begehrt sie. Er ist der König. Er lässt sie in seinem Palast holen und er schläft mit ihr. Kurze Zeit darauf lässt sie ihm mitteilen, lieber König, ich bin von dir schwanger geworden. David bekommt natürlich einen Schrecken und versucht jetzt zu arrangieren, dass ihr Ehemann, der auf dem Schlachtfeld ist und für ihn kämpft, wieder zurückkommt und mit seiner Frau schläft, damit es nicht so bekannt wird, dass das Kind eigentlich von David ist. Aber das funktioniert nicht. Und schließlich scheut David auch nicht vor einem Mord zurück. Er gibt den Auftrag, dass dieser Mann mit Namen Uriah, der Mann von dieser Bad Seba, an die vorderste Front gestellt wird, wo er ganz sicher von einem Pfeil getroffen wird und stirbt. Und so kommt es. Gott gefällt das natürlich nicht. Mord, Ehebruch. Aber die Frau kommt jetzt im Stammbaum von Jesus vor. Wie ist so etwas möglich? David heiratet diese Frau schließlich. Und der Sohn, der ihnen dann geboren wird, einige Zeit später, ist der berühmte, weise König Salomo. Der Sohn, der David auf den Thron von Israel folgt. Und damit wird diese Frau hier im Stammbaum erwähnt. Hätte der Matthäus diese Frauen erwähnen müssen? Nein, hätte er nicht. Er hätte die dazugehörigen Männer erwähnen können und das wäre vollkommen ausreichend gewesen. Warum erwähnt er dann diese Frauen? Ich habe für mich persönlich eine Schlussfolgerung gefunden. Ich bringe sie so zum Ausdruck. Jesus schämte sich nicht dieser frauen jesus schämte sich nicht sogar noch bevor er überhaupt geboren wurde er war ja bei gott im himmel er ist der sohn gottes und bevor er mensch wurde wusste er was auf der erde passiert er hatte alle diese lebensgeschichten beobachtet er kannte sie in und auswendig er kannte eine tamar er kannte eine rahab eine Ruth und auch eine Batseba, die Frau des Uriah. Das Besondere ist: Jesus schämt sich nicht, diese Frauen in seinem persönlichen Stammbaum zu haben. Er hat nicht dem Matthäus gesagt: Also, wenn du meine Geschichte mal aufschreiben solltest und wenn du meinen Stammbaum aufschreibst, dann komm ich ja nicht auf die Idee, diese dunklen Kapitel der Ahnengeschichte mit aufzuschreiben. Das hat Jesus nicht getan. Und so finden sich diese Frauen in diesem Stammbaum im Evangelium nach Matthäus. Was könnte das für Sie und für mich bedeuten? Würde es nicht uns auch gut anstehen, so zu denken wie Jesus? Gibt es da in Ihrem Leben jemand, dessen Sie sich schämen? Jemand, auf den Sie vielleicht herabschauen? Aus welchen Gründen auch immer? Oder gibt es jemand, den Sie irgendwie ausgegrenzt haben oder der in der Gesellschaft, in der Sie leben, ausgegrenzt wird? Oder in der Gruppe, zu der Sie gehören? Oder in der Kirche, der Sie angehören? ausgegrenzt wird? Gibt es solche Menschen in ihrer Umgebung? Oder gibt es sogar Menschen in ihrer eigenen Familie, in ihrer eigenen Verwandtschaft? Menschen, mit denen sie seit Jahren oder sogar Jahrzehnten nicht mehr gesprochen haben? Weil die irgendetwas getan haben, was, was in ihren Augen und vielleicht sogar in den Augen Gottes nicht in Ordnung war? Etwas, was ehrenrührig ist? Oder etwas, was sie persönlich verletzt hat, was sie gekränkt hat, was böse war und was sie immer noch belastet und sie können das nicht vergessen? Schämen Sie sich nicht. Schämen Sie sich nicht länger. Grenzen Sie nicht länger aus. Beenden Sie die, die Distanz. Reißen Sie die Mauer nieder. Ich glaube, es gibt kaum eine bessere Zeit im Jahr als die Adventszeit, um in dieser Zeit aufeinander zuzugehen. Denken Sie dabei an den Stammbaum von Jesus nach Matthäus. Denken Sie an diese vier Frauen, die zum allergrößten Teil, vielleicht bis auf Ruth, eine Lebensgeschichte hatten die wir als nicht besonders ehrenwert bezeichnen würden. Aber denken Sie dann an die Schlussfolgerung, die Jesus gezogen hat. Er hat sich nicht geschämt. Er ist sich nicht zu schade, dass diese Frauen in seinem Stammbaum erscheinen. Und ich glaube, das ist eine Anregung für Sie und für mich, in unserem eigenen Leben keinen Anstoß mehr zu nehmen an anderen Menschen, sondern sie anzunehmen, sie aufzunehmen, ja, sie in den Arm zu nehmen, wo das möglich ist, und ihnen zu zeigen, du gehörst dazu. Dieser Retter, Jesus, der ist nicht nur für mich gekommen, sondern der ist für dich genauso gekommen. Und er möchte dir genauso seine Liebe schenken, wie er sie mir geschenkt hat. Und deshalb kann ich nicht anders, als dich auch lieb haben, dich in den Arm nehmen und dir sagen, dass Gott dich liebt. Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen, dass Sie an diese vier Frauen im Stammbaum von Jesus nach Matthäus denken und dass Sie eine Adventszeit haben, die eine offene Zeit ist. Die Adventszeit eines offenen Herzens, das sich nicht länger schämen muss.